Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag aus der Reihe Faszination Astronomie Online, organisiert vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Mein Name ist Silvia Scheithauer. Ich arbeite am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg in der Instrumentierungsabteilung und möchte Ihnen in meinem Vortrag einen Einblick in den Bau astronomischer Instrumente geben. Heute Abend werde ich Sie mitnehmen auf eine Reise von Heidelberg nach Chile in die Atacama-Wüste. Dort befindet sich das Paranal-Observatorium, von welchem aus jede Nacht viele Instrumente ins All blicken, mit dem Ziel, noch mehr seiner Geheimnisse zu enthüllen. Sie alle kennen sicherlich diese wunderschönen Fotos, die unser Universum zeigen, Planeten, Nebel, ein Blick ins Zentrum unserer Milchstraße. Und wir wollen uns heute fragen, wie entstehen solche Fotos? Wie macht man die? Nun, es ist sicherlich klar, dass da jetzt niemand mit der Digitalkamera hingeht und die Fotos knipsen kann, dass das etwas komplexer ist. Und in der Tat gibt es ganz viele verschiedene Instrumente und Teleskope, mit denen man solche Fotos machen kann. Je nachdem, was genau man beobachten will, braucht man unterschiedliche Instrumente. Während viele Bilder, die wir sehen, von Satelliten, die im Weltraum fliegen, gemacht werden, gibt es auch auf der Erde viele Teleskope. Und vielleicht kennen viele von Ihnen die Europäische Weltraumorganisation ESA, die sich also um Satellitenmissionen kümmert, um wissenschaftliche Satellitenmissionen. Und das Äquivalent zur ESA auf der Erde ist die ESO, die Europäische Südsternwarte, die auf dem Boden verschiedene Observatorien betreibt. Und wie der Name schon sagt, Südsternwarte, das ist, hat die ESO ihre Observatorien nicht in Europa, sondern in Chile. Und zwar in diesem Ausschnitt, der hier vergrößert dargestellt ist. Wir haben da verschiedene Observatorien. Eines der ältesten ist auf La Silla, alles in der Atacama-Wüste auf hohen Bergen. Dann hier das höchste ist auf dem Chainantur. Und hier Cerro Amazonas und Cerro Paranal direkt nebeneinander. Und Cerro Paranal, das ist der Berg, wo wir heute hingehen wollen. So, das ist ein Bild, wie es auf dem Cerro Paranal aussieht. Die Atacama-Wüste, eine der trockensten, unwirtlichsten Gegenden auf der Erde. Sie sehen, das ist hier wirklich sehr, sehr karg. Hier gibt es eigentlich keine Pflanzen. Das ist auch so rötlich gefärbt. Da kann man fast das Gefühl haben, man ist auf dem Mars. Und das einzige bisschen Grün, was man hier sieht, ist in der Residencia drin. Das sind die Wohnräume für die Wissenschaftler und Ingenieure. Und auch die Kantine befindet sich hier. Und da gibt es tatsächlich so ein kleines Arboretum, wo man dann immer sehr froh ist, wenn man nach einem Tag ohne etwas Grünes gesehen zu haben, hier reinkommen kann. Die eigentlichen Teleskope befinden sich hier oben auf etwa 2600 Metern Höhe. Und etwas weiter unten bei 2500 Metern ist, wie gesagt, die Residencia. Und dann sind hier ganz wichtig die Integrationshallen, wo alle Instrumente erst einmal reinkommen und getestet werden. Die Wohncontainer für die technischen, also für die nicht wissenschaftlichen und technischen Angestellten, fürs Servicepersonal und Lagerhallen und natürlich auch die Werkstätten. Wenn wir jetzt hoch auf die Teleskopebene gehen, dann sehen wir dort verschiedene Teleskope. Erstmal vier große Kuppeln. Da sind jeweils vier große Teleskope drin mit einem Spiegeldurchmesser von über 8 Metern. Und zusätzlich gibt es hier vier kleine Teleskope mit Spiegeln von 1,8 Metern Durchmesser drin. Und diese kleinen Teleskope, diese Hilfsteleskope, die können hier auf verschiedenen Schienen verschoben werden. Und das ist das Besondere hier dran. Das Paranal-Observatorium ist ein Interferometer, das heißt Very Large Telescope Interferometer, also das sehr große Teleskop-Interferometer. Das heißt, man kann das Licht, aus das diese verschiedenen Teleskope einsammeln, zusammenführen. Und unter der Erde stehen dann die Instrumente, die mit diesem zusammengeführten Licht
dann arbeiten. Und je nachdem, wie man diese kleinen Hilfsteleskope hier verschiebt, kann man eben verschiedene Bereiche, Objekte des Weltalls besser beobachten. Wenn wir jetzt in eins dieser großen Teleskope reinschauen, dann sieht es so aus. Hier haben wir eine Struktur, die diesen großen 8,2 Meter Durchmesserspiegel hält. Und hier am Rand ist dann so eine Brüstung, wo man ja auch drauf stehen kann. Ist für Service gedacht, aber hier sieht man mal so einen Größenvergleich anhand der Menschen, die hier stehen. Was hier noch interessant zu sehen ist, dieser Spiegel hat hier ganz viele kleine Halter sozusagen. Und das ist tatsächlich dafür da, dass im Fall eines Erdbebens der Spiegel sofort abgesichert wird und nicht kaputt geht. Denn so gut die Lage des Paranal-Observatoriums auch aus diversen Gründen, die ich gleich noch erörtern werde, ist, es ist ein Erdbebengebiet, Chile ist Erdbebengebiet. Und auch wenn es Gott sei Dank nicht so viele richtig große Erdbeben gibt, auch die kleineren können eben solchen empfindlichen Optiken was antun. Da muss man Vorkehrungen treffen. Es ist noch wichtig zu sagen und zu wissen, dass ein Teleskop, wenn wir von einem Teleskop sprechen, dass das an sich nur die Kuppel und der Spiegel zum Licht einsammeln ist oder die Spiegel. Die eigentlichen Daten, die werden mit Instrumenten aufgenommen. Die können sich entweder hier direkt im Teleskop mit drin befinden, wenn es sich um Einzelbeobachtungsinstrumente handelt, oder eben, wie gesagt, unter der Erde, wo dann das Licht aus den verschiedenen Teleskopen zusammengeschlossen werden kann. Die Datenauswertung selbst, die erfolgt natürlich wie so vieles auf dem Computer, und erst danach hat man dann diese schönen Bilder, die wir alle kennen und mit denen auch die Wissenschaftler dann arbeiten können. So, warum sind denn diese Observatorien alle in der Atacama-Wüste, warum auf hohen Bergen? Warum hat man die nicht einfach in Europa? Da hat man es ja viel näher, wenn es schon die europäische Südsternwarte ist. Ja? Nun, das hat mehrere Gründe. Einer ist ganz offensichtlich, in der Wüste hat man weniger Bewölkung, es regnet seltener. Das heißt, die Nächte, in denen man wirklich freien Blick auf den Himmel hat, sind deutlich höher als hier gerade in Deutschland. Und wichtig ist auch, man hat wenig störendes Licht aus den umliegenden Städten. In Deutschland gibt es praktisch keine Stadt mehr, wo man ungestört mal wirklich den Sternenhimmel beobachten kann. Überall sind eben große Städte oder auch kleinere Städte in der Nähe. Hier in Heidelberg, wo es immer noch eine Sternwarte gibt, ist professionelles Beobachten eigentlich auch kaum noch möglich, weil eben wirklich das Licht aus Heidelberg und Mannheim und Umgebung so stört. Das hat man hier nicht. Das Paranal-Observatorium ist mitten in der Wüste, weit ab von allem. Die nächste Stadt, Antofagasta, ist 2 Stunden Autofahrt entfernt. Und auch diese Bereiche hier unten, also unterhalb des Teleskopes, die sind nachts alle extrem abgedunkelt. Also man darf da auch tatsächlich nicht mit Licht fahren, sondern nur mit Standlicht und muss alles abdunkeln. So, aber eins hat man trotzdem noch, man hat, oder eins ist auch wichtig, man hat dort sehr wenig Luftunruhe. Das soll dieses turbulente Hintergrundbild hier mal verdeutlichen. Wenn ich das Universum vom Boden aus beobachten will, dann habe ich die Luft zwischen Erdboden und Universum dazwischen. Und die Luft ist turbulent. Es gibt warme und kalte Luftschichten und das alles mischt sich durcheinander. Das heißt, das Licht, was ich vom Universum aus sehe, das ist gestört. Das kommt nicht schön gerade bei uns an, sondern verwackelt. Das ist auch der Grund, warum die Sterne funkeln. Das ist zwar wunderbar romantisch, wenn man abends in den Sternenhimmel zu zweit guckt, aber für die Astronomen ist das eine Katastrophe. Auch das ist, wie gesagt, hier besser, aber es ist leider noch da und es stört uns. Wir haben ja extra so schöne große Teleskope gebaut, die ganz große Spiegel haben und damit viel Licht einsammeln können, um eben deutlich empfindlicher zu sein und deutlich schärfere Bilder sehen zu können. Aber da spuckt uns immer noch diese Turbulenz der Luftschichten in die Suppe. Und da gibt es aber einen Trick und der nennt sich adaptive Optik. Und dieses Prinzip möchte ich hier kurz an diesem Schaubild verdeutlichen. Wie schon gesagt, aufgrund der Turbulenzen in der Luft sind die Bilder, die wir
von den Sternen oder Objekten sehen, verschwommen. Die sind unscharf. Das soll hier mal dargestellt werden. Hier kommt das Licht an und es ist keine schöne, gerade, glatte Lichtwelle. Es ist eine gestörte, verwackelte Welle. Und nun kann ich adaptive Optik einsetzen und die hilft mir, diese Luftunruhe zu reduzieren, sodass ich scharfe Bilder sehen kann. Und das wird so gemacht, dass man ein Instrument hat, einen sogenannten Wellenfrontsensor, und mit dem wird das einfallende Licht gemessen. Wie gestört ist das? Wie sehr verwackelt ist die Lichtwelle? Und ein Echtzeitcomputer berechnet dann die umgekehrte Lichtwelle. Und diese umgekehrte Lichtwelle wird auf einen verformbaren Spiegel gegeben. Das ist, muss man sich vorstellen, wie eine große, dünne Metallplatte, wo ganz viele kleine Verstellelemente darunter sind. Und die sorgen dann dafür, dass der verformbare Spiegel die negative Form der gestörten Lichtwelle annimmt. Und damit korrigiert er das einfallende Licht und ich habe eine wunderbar gerade Lichtwelle und kann ein wunderbar scharfes Bild sehen. Das ist das Prinzip und das wird auf dem Paranal auch angewandt. Und diesen Wellenfrontsensor, also den Sensor, der die Störung misst und berechnet und die Berechnung des Korrektursignals macht, das ist ein Instrument, um das es bei diesem Vortrag heute geht. So, aber gehen wir noch einen Schritt zurück. Wie baut man denn nun ein astronomisches Instrument? Zuerst einmal braucht man natürlich Astronomen mit ganz tollen Ideen. Ich möchte Folgendes beobachten. Wunderbar. Dann weiß man schon mal, wo man hin will. Dann muss man die Finanzierung beantragen. Das ist immer noch der schwierigste Teil. Wie gesagt, bei der ESO werden eben viele Instrumente in Auftrag gegeben, die dann auf den Observatorien eingebaut werden können. Dann muss man eine Gruppe mit Erfahrung in astronomischen Instrumentenbau finden. Das ist dann ein sogenanntes Konsortium. Und da sind ganz viele verschiedene Fachbereiche drin. Es sind Wissenschaftler drin, Ingenieure, Optiker, Konstrukteure, Elektroniker, Mechaniker, Softwareentwickler und ganz vieles mehr. Dann, ganz wichtig, man braucht einen tollen Projektnamen und dann kann es losgehen. Man hat also die wissenschaftlichen Anforderungen. Ich möchte Folgendes beobachten. Und die müssen überführt werden in technische Anforderungen. Nämlich, das Instrument muss Folgendes technisch können. Dann macht man ein optisches und mechanisches Design. Dann wird das Ganze begutachtet und überprüft. Dann werden die Teile hergestellt bzw. gekauft. Dann baut man das Ganze im Labor auf und justiert es. Dann muss man es testen und überprüfen, dass es wie gewünscht arbeitet, dass also die technischen Anforderungen erfüllt sind. Und erst dann kann man das Instrument ans Teleskop bringen. Dort wird es dann installiert und getestet. Und wenn man alles richtig gemacht hat, dann hat man irgendwann die erste Beobachtungen am Himmel und das ist dann das sogenannte First Light. Das erste Mal, dass das Instrument wirklich echtes Licht aus dem Universum sieht. Und wenn dann alles glatt gelaufen ist, haben wir einen glücklichen Astronomen und tolle Bilder. So, dann jetzt zu unserem konkreten Projekt, was ich beispielhaft heute zeigen will. Die tolle Idee, die ist schon relativ alt, die gab es vor 2008. Ein Wissenschaftler oder Wissenschaftler, die sagen, ich möchte das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße noch besser beobachten können. Dann hat man gesagt, okay, überführen wir das in eine Anforderung an das Instrument. Das Instrument muss im sogenannten infraroten Wellenlängenbereich beobachten können und folgende technischen Anforderungen erfüllen. Dab, dab, dab. Dafür braucht es einen Wellenfrontsensor in jedem der vier großen Teleskope auf dem Paranal. Den tollen Namen hatten wir dann auch und ein tolles Logo. Das Ganze heißt SHAO. Das steht für CODE Integrated Adaptive Optics. CODE ist der Raum, in den es reinkommt. Dort wird es integriert und AO ist die adaptive Optik. So, und dann zwischen 2008 und 2005 hat man diese SHAO-Instrumente dann gebaut. Und das Ganze beginnt, wie gesagt, dann mit der Konstruktion. Erst die optische, dann die mechanische. Und so sieht dann das mechanische Modell aus. Das ist einer der Wellenfrontsensoren. Hier sind verschiedene Optiken drin. Das Licht wird umgeleitet, steht auf einer erdbebensicheren Struktur
Und das Herzstück, das ist hier hinten, das ist ein sogenannter Kryostat. Ein Kryostat ist sowas wie eine Thermoskanne, in der man allerdings Sachen kalt halten will. Denn wenn man im infraroten Wellenlängenbereich beobachtet, dann müssen die Detektoren, also letztendlich sowas wie ein CCD-Chip, da wo die Daten aufgenommen werden, also die Detektoren im Infraroten, sind übrigens keine CCD-Chips, das war jetzt nur ein Beispiel, die müssen kalt sein, weil im Warmen stören oder die Eigenwärme des Instruments würde die infraroten Messungen stören. Also deshalb das Herzstück, ein Kryostat mit dem Detektor drin. So, das ist dann gebaut worden und jetzt sind wir schon im Labor hier im Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und im Januar 2016 stand hier der erste Wellenfrontsensor. So sieht es aus, wenn das Design realisiert wurde. Hier im Labor selbst hatten wir tatsächlich noch einen Teleskopsimulator, wo wir in etwa das Licht des Teleskops simulieren konnten, um eben zu prüfen, ob der Wellenfrontsensor funktioniert. Von hier oben kommt das Licht rein, wird durch verschiedene Optiken umgeleitet und hier hinten, da ist dann der Kryostat mit dem Detektor drin. Wunderbar, im Labor hat alles wunderbar geklappt. Die ESO hat das Instrument abgenommen und dann darf man es einpacken und die Reise geht los. Am 26. Januar hatten wir alles in viele Kisten verpackt und zwei große LKWs kamen, die nach Frankfurt gefahren sind und dann ist das Instrument mit in den vielen Kisten mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Santiago in Chile gebracht worden, da wieder auf zwei große LKWs verladen wurden und nochmal zwei Tage durch Chile aufs Paranal-Observatorium gebracht wurden. Am 3. Februar war es soweit. Hier stehen die ganzen Kisten mitten in der Wüste und warten jetzt darauf, dass das sogenannte Commissioning-Team, also das Inbetriebnahmeteam und Installations- und Inbetriebnahmeteam ankommt. Das war dann am 15. Februar der Fall. Das ist das Team, was den ersten Wellenfrontsensor dort aufgebaut hat. Und der Aufbau selbst fand zwischen dem 16. Februar und 10. März statt. Nur, dass Sie mal ein bisschen den Zeitrahmen haben, wie lange sowas dauert. So, am 16. Februar geht es also erstmal ans Auspacken. Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, auf dem unteren Level unterhalb der Teleskope sind die sogenannten Integrationshallen. Und hier muss man das Instrument nach dem Transport komplett wieder aufbauen und noch einmal komplett testen. Denn man will ja wissen, ob es den Transport unbeschadet überstanden hat und ob es wirklich funktioniert. Zum Teleskop hoch darf man erst, wenn man das wirklich gezeigt hat. Denn das Observatorium soll ja beobachten jede Nacht. Und wenn man dann irgendetwas installiert, dann ist das natürlich störend. Das muss man also, wenn möglich, dann machen, wenn nicht beobachtet wird, nämlich tagsüber. Aber alles in dem Zustand haben, dass nachts wieder beobachtet werden kann. Und wenn man dann eben anfängt, am Teleskop selbst erst das Instrument auszuprobieren und dann Fehler feststellt, dann ist das natürlich ganz, ganz schlecht, weil das im schlimmsten Fall bedeuten würde, dass das ganze Teleskop, also alle anderen Instrumente, auch nicht beobachten können. Deshalb alles hier in dieser Integrationshalle. Und dann wird hier ordentlich ausgepackt. Es ist eine mehr oder weniger leere Halle, wo man dann seine Kisten reinschieben kann. Erst hier haben wir einen Rahmen, einen Basisrahmen. Und hier kommt dann die Struktur vom Wellenfrontsensor. Und das Ganze muss an eine bestimmte Stelle, das ist sehr, sehr schwer, mehrere hundert Kilo. Das heißt, man hat hier einen Deckenkran, mit dem man das transportieren kann. Und es muss auch, wenn es hier in dieser Integrationshalle nur für ein paar Tage steht, muss es festgeschraubt werden. Wie gesagt, es ist Erdbebengebiet, es kann jederzeit ein Erdbeben kommen. Und dann muss sichergestellt sein, dass hier nichts umkippen kann, sodass weder die Menschen noch das Instrument selbst gefährdet sind. So, und hier geht's weiter. Hier zu jedem Wellenfrontsensor gehört natürlich auch viel Elektronik zur Ansteuerung der Mechanismen darin, zur Ansteuerung des Detektors oder zum Auslesen des Detektors im Kryostaten. Und diese Elektroniken sind in großen Schränken, die sind auch sehr schwer, werden hier auch hergebracht und natürlich eingerichtet. Hier
ist unser Kryostat. Da der Detektor drin ist und das, wie gesagt, unser Herzstück ist, hatte der ein besonderes Dämpfungssystem, mit dem er transportiert wurde, um die ganzen Schocks während des Transports abzumildern. Und hier muss natürlich auch, vor allem hier muss überprüft werden, ob der Detektor und alles da drin das gut überstanden hat. Das wird in einem sogenannten Reinraumzelt gemacht. Das ist ein Zelt, wo ein ständiger Luftstrom von oben ist, sodass man eine sehr staubfreie Umgebung hat. Und das ist wichtig, weil hier darf eben kein Dreck rein. Deshalb wird das hier reingeschoben auf die optische Bank. Und dann, wenn der Kollege hier wirklich reinguckt und guckt, ob alles funktioniert, dann hat er eben auch Handschuhe an und einen Kittel und ein Haarnetz, damit nichts verdreckt wird. Dann werden alle Teile, die man mitgebracht hat, inspiziert, ob alles gut geklappt hat, den Transport überlebt hat, die Optiken, der Kryostat, die Elektroniken. Und hier sieht man unsere Elektroniker, wie sie dann auch schon die Struktur verkabeln, sodass die Mechanismen wieder eingebaut werden können. Und hier sieht man auch schon den Kryostaten, der alles gut überstanden hat, angeschlossen an seine eigene Elektronikbox. So, wenn das also alles wieder aufgebaut ist, dann geht es jetzt darum, die optischen Komponenten wieder reinzubringen. Das ist dann die optische Justage. Das ist sehr diffizil. Man muss alles zueinander justieren und ausrichten und das dauert dann schon ein paar Tage. Hier in dem Fall hat es vom 19. bis 26. Februar gedauert. Parallel dazu machen natürlich die anderen Mitarbeiter schon mal weiter und sie bereiten die sogenannten QD-Räume vor. Das sind Räume unterhalb der großen Teleskope und hier soll unser Wellenfrontsensor schlussendlich rein. Man sieht hier schon eine kleine Problematik, da steht schon was drin, das ist nicht leer. Und man muss zusätzlich noch über so ein Gitter drüber. Das geht nicht so einfach, weil so ein Wellenfrontsensor 1,7 Tonnen wiegt. Deshalb mussten wir uns da was einfallen lassen. Als erstes wieder ein Blick hier rein, wird nochmal ausgemessen, ob das alles passt. Und dann haben wir hier auch verschiedene Holzplatten so ausgelegt, dass wir über das Gitter besser drüber konnten. Hier sieht man wieder einen unserer Elektroniker, denn die Kabel müssen nach unten, während der Wellenfrontsensor selbst hier stehen wird, werden die Elektronikkabinetts eine halbe Etage tiefer stehen und dann muss man hier durchtauchen, um das Ganze zu machen. So, am 26. Februar war es dann soweit, die Justage in der Integrationshalle war fertig und so sah das dann aus. Hier hatte man um die Optiken drumherum schon die Schutzbleche gemacht und jetzt ging es daran, eben den Transport vorzubereiten. Das heißt, alles wird hier wieder gekabelt. Der Sensor selbst wird hier nochmal, die Optiken selbst werden hier nochmal wirklich mit Frischhaltefolie zugemacht. Der Kryostat selbst wird wieder auf seinem Dämpfungssystem extra transportiert. Das war uns ganz wichtig, dass da mit dem Detektor nichts passiert. Und im QD-Raum, also wieder auf dem Teleskop-Level, liegen jetzt schon die Holzplatten da. Und hier kommen dann später die Elektronikkabinetts drauf, auch auf ein Dämpfungssystem, um es erdbebensicher zu machen. So, und das Teil müssen wir jetzt transportieren. Und der Tag des Transports war der 2. März. Da kommt dann in die Integrationshalle ein großer LKW mit einem großen Trailer. Und darauf wird dann wieder alles mit dem Deckenkran verstaut. Und dann geht es von dieser Integrationshalle über die Straße hoch zum Teleskop-Level. Dazu muss man sagen, dass das vorher wirklich geplant und angemeldet werden muss, denn auf dieser Straße fahren natürlich auch die ganzen Mitarbeiter, die in der Residencia und in den Containern wohnen und dann hoch müssen jeden Tag. Das heißt, dafür wird dann die Straße gesperrt und man fährt wirklich im Schritttempo mit einem kleinen Konvoi dann hier hoch. Und einer unserer Mitarbeiter hat ein kleines Video davon gedreht, das hier im Zeitraffer mal zeigen soll, was alles zu tun ist. Das ist jetzt noch unten in der Integrationshalle. Wir haben mit den Elektronikkabinetts angefangen. Die werden mit dem Deckenkran auf den LKW verladen. Und wenn die dann fest sind, dann geht es weiter mit dem eigentlichen Wellenfrontsensor, der Struktur, der auf diesen großen Trailer kommt. Und man sieht hier sind ganz, ganz viele Leute. Das war, wie gesagt, der erste von vier Wellenfrontsensoren.
Und man hat es noch nie gemacht und man ist eben sehr aufgeregt. Jeder hat irgendwie eine bessere Idee, wie man das jetzt, wo man das genau platziert, damit es auch wirklich ganz fest und sicher ist. Aber dann war es soweit, man hatte alles gut vertäut und dann geht es los. So, noch letzter Blick auf die Integrationshalle und gibt es noch gleich ein kleines Feature. Einer der Mitarbeiter, der hier noch, für guten Transport betet. Und dann machen wir einen großen Zeitsprung. Also eine Dreiviertelstunde später sind wir dann oben auf dem Teleskop-Level. Und da muss man erstmal rausfinden, zu welchem der vier großen Teleskope man jetzt muss. Die sehen ja alle gleich aus. Aber auch das war dann geklärt. Und jetzt sieht man nochmal die ganzen Kollegen, die hier natürlich Fotos machen wollen. Und dann hat man es geschafft. Man ist da. So, jetzt steht man hier und jetzt muss man unterhalb des Teleskops die ganzen Sachen einbauen. Dafür gibt es hier eine Luke. Da fährt der LKW dann rein. Und hier fängt man dann an, die Elektronikkabinetts durch die Luke nach unten zu bringen. Und dann werden die tatsächlich über Treppchen mit purer Manneskraft auf die Dämpfungssysteme hier gestellt. Und dann kommt der Wellenfrontsensor nach durch diese Luke. Das sieht hier relativ groß aus, ist es aber nicht. Deshalb stehen hier auch die Kollegen mit so Halteseilen, um zu verhindern, dass sich der Wellenfrontsensor dreht und dann gegen die Luke selbst schlägt. So, und dann muss der jetzt um diese Struktur herum hier nach hinten in diesen QD-Raum rein. Wie gesagt, das sind sowas wie 1,7 Tonnen. Und damit die überhaupt transportiert werden können, haben wir dem einen kleinen Handwagen sozusagen gebaut, also vier Räder angeschraubt, die dann später natürlich abgeschraubt werden, wenn er final dort steht. Und das Ganze mit Holzbrettern ausgelegt, damit wir eben nicht bei dem Gitter stecken bleiben. Und auch das ist wieder mit einem kleinen Zeitraffer-Video unterlegt. Geradeaus rein geht das noch ganz gut. Dann wird wieder wild diskutiert, wie man jetzt um diese Ecke drumherum kommt. Jeder der vier Räume ist übrigens anders, also da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Aber man hat sich geeinigt und ja, das ging jetzt schon sehr gut in einem Rutsch. Und hier ist schon der Zwischenrahmen installiert, da muss das Ganze jetzt drauf. Das heißt, man muss es drüber fahren und dafür muss man das Ganze durch Kurbeln erstmal ein bisschen hochkurbeln. Problem ist, man sieht es hier, die Kollegen schauen immer wieder, wie viel Platz ist noch zur Decke. Das ist sehr, sehr niedrig. Das ist war bis zum Schluss nicht klar, ob es reichen würde, aber es hat gereicht. Und wenn es dann richtig steht, dann wird hier noch einmal eine große Kraftanstrengung gemacht. Dann wird es drüber geschoben. Und wenn man es dann an der richtigen Position hat, dann wird es wieder herabgelassen und auf den Interface-Rahmen draufgebaut. So, das war also auch ganz gut. Und was kommt als nächstes? Ganz klar, die Elektroniker müssen wieder alles verkabeln. Die waren das schon gewöhnt. Dann am 4. März kam unser Herzstück rein, der Kryostat mit dem Detektor. Der hatte auch alles gut überstanden. So, und dann hatten wir ja in der Integrationshalle selbst nur überprüfen können, dass der Wellenfrontsensor als solcher in sich gut justiert ist und funktioniert. Aber jetzt steht er ja im QD-Raum und jetzt muss der zum Teleskop, also zum Teleskop im QD-Raum dann justiert werden. Das haben dann unsere Kollegen gemacht, weil die kennen sich natürlich besser mit ihren Instrumenten in ihren Teleskopen aus. Und als das fertig war, gibt es dann den sogenannten Erdbebentest. Und der Herr, der hier mit dem Hämmerchen steht und so diabolisch grinst, der hat ganz recht. Eigentlich möchte man nicht mit einem Hammer auf astronomische Instrumente draufhauen. Es wird aber tatsächlich gemacht. Nur nicht auf die Optiken und auf den Detektor, aber kleine Schläge auf die Struktur. Und dann wird überprüft, ob das wissenschaftliche Signal, also das Bild, immer noch wieder zurückkommt und erhalten bleibt, dann hat man das Ganze erdbebensicher justiert. Auch das hatten wir geschafft und dann war es soweit. Am 7. März 2016
hatten wir den ersten Wellenfrontsensor, das erste Schauinstrument im großen Hauptteleskop Nummer 1 installiert. So sah es im QD-Raum aus. Hier der gesamte Wellenfrontsensor mit seinem Cover und natürlich Logo drauf. Hier der Kryostat mit seinem eigenen Auslesesystem und hier dann eine halbe Etage tiefer die Elektronik-Racks. Ja, das war der 7. März und das Ganze mussten wir aber im selben Jahr noch dreimal machen, denn wir haben 4 Teleskope und 4 Wellenfrontsensoren und nur dann kann das Ganze funktionieren. Aber auch das haben wir geschafft und dann war es soweit, im September 2016 gab es das First Light, den ersten Blick auf das galaktische Zentrum und wir hatten in der Tat glückliche Astronomen. Alles hatte super gepasst. Hier fangen also die Astronomen dann an zu arbeiten und sie haben ganz fantastische Arbeit mit dem Instrument gemacht. Das Hauptinstrument, wofür die Wellenfrontsensoren gebaut worden sind, heißt Gravity. Und das Max-Planck-Institut für Extraterrestrik in Garching hat auch aufgrund der Gravity-Daten im letzten Jahr den Nobelpreis für Physik bekommen. Also das war wirklich auch für uns schön zu wissen, dass man da mitgearbeitet hat. Aber für die Instrumentierer endet praktisch mit diesem First Light die Arbeit am Instrument. Dann übernehmen die Wissenschaftler. Wir machen seitdem weiter und das ist jetzt ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Ach so, das habe ich noch vergessen. Das ist noch ein schönes Abschlussfoto. Hier oben ist das Paranal-Observatorium. Hier sind die Teleskope. Und es ist üblich, dass man nach getaner Arbeit, dass das Installationsteam ein Stückchen in die Wüste rausgeht und dass das Logo oder der Name des Instruments hier Gravity Schau mit Steinen in die Wüste gelegt wird. Nach dem Motto, ich war hier. So, und die Zukunft, die beginnt sehr, sehr nah. Neben dem Paranal, nur ein paar Kilometer weiter, auf dem Sierra Amazonas. Der ist extra hier platt gesprengt worden. Und hier wird das größte optische Teleskop der Welt gebaut. So soll es aussehen, das sogenannte Extremely Large Telescope, ELT, das extrem große Teleskop. Und das wird einen Spiegeldurchmesser von 39 Metern haben und soll ab 2027 dann beobachten können. Und für dieses großartige Teleskop sind wir dabei, jetzt die ersten Instrumente zu bauen. Wie gesagt, die Zeitskalen sind sehr lang. Man muss dann langen Atem haben. Deshalb sind wir seit 2015 schon dran, hier was zu entwickeln und zu bauen. Aber das wird dann 2027 hoffentlich ein anderer Vortrag werden. So, damit bin ich am Ende meiner Präsentation angekommen. Bevor wir zu den Fragen kommen, darf ich Ihnen noch den Vortrag für kommenden Dienstag ankündigen. Am 13. Juli geht Markus Pössl der spannenden Frage nach, wie unser Weltall nach dem Urknall expandiert. Ich sage erstmal Dankeschön und freue mich auf Ihre Fragen. So. Die erste Frage. Gab es schon mal Schäden durch Erdbeben an Teleskopen in Chile oder weltweit? 2011 hat es ja nicht nur in Japan gebebt, sondern auch in Chile mit 9 auf der Richterskala. Ja, das ist richtig. Ja, es gab weltweit schon sehr viele Schäden an Teleskopen. Es gab auch in Chile schon verschiedene Schäden. Allerdings war es niemals so katastrophal in Chile, dass praktisch die ganze Kuppel zusammengebrochen ist und nichts mehr ging. Aber ich hatte ja schon gesagt, Beobachtungszeit ist wertvoll. Und wenn man sozusagen, selbst wenn nichts wirklich kaputt geht, auch wenn man die Instrumente neu justieren muss, neu ausrichten muss, damit alles wieder stimmt, ist es natürlich auch viel Zeit, die da verloren geht. Und ich muss dazu sagen, nicht nur durch Erdbeben, sondern auch durch normale Alterungsprozesse oder irgendwas anderes können natürlich Sachen kaputt gehen. Das heißt, jedes Instrument muss auch einen
großen Sack an Ersatzteilen haben, die man dann dem Observatorium zur Verfügung stellt und die dann gegebenenfalls gewechselt werden können. So, die zweite Frage. Wofür werden die künstlichen Lasersterne eingesetzt? Sind sie für die Justierung eines Fernrohrs nötig oder etwas anderes? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde hier nochmal zurückgehen, um das nochmal an dem, ja, das war zu viel, Entschuldigung, um das hier nochmal an diesem Schaubild zeigen zu können. Also, künstliche Lasersterne werden unter anderem für adaptive Optik eingesetzt. Das ist eine Möglichkeit, sich ein Referenzsignal zu schaffen. Und zwar ist es so, ich hatte ja hier gesagt, durch die Atmosphäre ist das Licht von dem Objekt, was ich beobachten will, gestört. Und ich muss diese Störung messen, um sie korrigieren zu können und ein scharfes Bild haben zu können. Jetzt ist es so, dass wenn ich das ist zwar nicht das beste Beispiel, aber irgendwas, also sagen wir hier einen Planeten, einen Stern, was auch immer beobachten will, dann messe ich natürlich nicht dann kann ich natürlich nicht den als Referenz nehmen, sondern ich brauche einen Referenzstern oder ein Referenzobjekt, was in der Nähe ist. Von dem messe ich das und dann korrigiere ich das. Aber das Referenzobjekt darf natürlich nicht zu weit weg sein, weil wenn das irgendwie hier wäre, dann würde ich ja die Luftunruhe aus einer ganz anderen Richtung messen und dann wäre das Korrektursignal natürlich nicht das für Licht, was aus dieser Richtung kommt. Jetzt ist es aber so, dass das Universum gar nicht mal so voll ist. Das heißt, es gibt durchaus Gebiete, wo man gar keinen Referenzstern irgendwo in der Nähe hat. Und dann nimmt man eben künstliche Lasersterne. Die werden dann in den Himmel geschossen. Und bei 90 Kilometern, da ist die Natriumschicht in der Erdatmosphäre, da werden dann die Natriumatome angeregt und leuchten. Und dann habe ich eben meinen künstlichen Referenzstern, von dem kann ich dann das Licht messen und das Korrektursignal messen. Das heißt, das ist eine wunderbare Idee, den kann ich natürlich überall hinschießen, wo ich will. Das heißt, immer ich hingucke, ich habe immer ein gutes Referenzsignal. Die dritte Frage. Bei welchen Temperaturen muss denn ein Wissenschaftler an einem Teleskop in dieser Höhe arbeiten? Das ist ganz unterschiedlich. Also, nachts wird es in der Wüste natürlich relativ schattig. Tagsüber ist es sehr, sehr heiß. Aber es ist nicht so, dass man wirklich noch an dem Teleskop steht und irgendwo durchguckt. Sie haben ja gesehen, so ein 8 Meter großer Spiegel, sondern die Wissenschaftler sitzen in einem Büro im Kontrollraum am Computer. Und da ist natürlich immer gut klimatisiert. Es ist tatsächlich, also die Umweltbelastungen sind eher bei der Installation für die technischen und Ingenieurteams sehr belastend, weil die Atacama-Wüste, Sie haben gesehen, es ist sehr karg, es ist extrem trocken, also es brechen Ihnen die Fingernägel weg, Sie haben Nasenbluten, alles. Wir hatten teilweise Luftfeuchtigkeiten von 1%. Und wenn man dann natürlich da erstmal anfängt, am ersten Tag aus Deutschland kommt, im Winter, in Chile ist dann Sommer und dann erstmal auspacken muss vor der Integrationshalle, dann sind die 30 Grad, die da herrschen, schon sehr, sehr unangenehm. Und in der Nacht zieht man sich dann doch wieder die warme Jacke an. Also wie gesagt, die Wissenschaftler haben es gut. Die sitzen immer bei Raumtemperatur gut klimatisiert. Während der Installation ist das teilweise nicht so schön. So. Dann die vierte Frage, ist nach Erdbeben eine Neujustage der Optiken notwendig? Hier kommt es wirklich darauf an, wie stark die Erdbeben sind. Wie gesagt, ich hatte eines der letzten Bilder mit dem Hämmerchen ja gezeigt. Also so leichte Erdbeben, die man damit eben mit dem Hammer simulieren kann, der dann auf die Struktur einschlägt, das ist eine der Anforderungen, die dürfen dem Instrument und der Justage nichts ausmachen. Wenn das so wäre, müsste man das Design ändern. Also das ist kein Problem. Wie gesagt, wenn es ein größeres Erdbeben gibt, wo sich dann wirklich was an den Mechanismen wirklich verrutscht ist, dann in der Tat muss es neu justiert werden. Und dafür gibt es eben einen riesigen Pool an Ingenieuren und Technikern im Paranal, die das machen können. Also normalerweise ist es so, wenn man das Instrument übergeben hat an den Paranal,
dann sind die Ingenieure und Techniker dort verantwortlich und die sind dann auch in der Lage, diese Neujustage zu machen. Fünfte Frage: Wie lange dauert es im Schnitt von der Idee bis zum Einbau eines neuen Instrumentes? Das ist auch eine sehr gute Frage, die man nicht mit einer klaren Zahl beantworten kann. Ich hatte jetzt gerade gezeigt, für diese Wellenfrontsensoren von den Vieren, die ja eigentlich nur Hilfsinstrumente sind, das eigentliche wissenschaftliche Instrument Gravity, wie gesagt, ist unter der Erde, was das Licht dann wirklich kombiniert. Da war, wie gesagt, die Idee vor 2008 und letztendlich 2016 hatten wir es dann fertig installiert und hatten First Light. Im Moment für die Instrumente, die wir für das Extremely Large Telescope bauen, ist es so, dass wir 2015 angefangen haben und 2028 planmäßig First Light haben werden. Das liegt aber auch daran, dass die Instrumente auch am Boden immer komplexer werden. In den 60ern, als die ersten kleineren Observatorien aufgebaut haben, da hat man kleinere Kameras teilweise in einem ein, zwei Jahren zusammengeschraubt und in Betrieb genommen. Das ist hier einfach nicht mehr möglich. Das heißt, auch auf der Erde bekommen die Instrumente immer mehr, wir nennen es Weltraumdimensionen. Ja, wenn man für einen Weltraum Instrumente baut, dann dauert das wirklich um die 20 Jahre von der Idee, bis die dann wirklich mal fliegen. Weil es natürlich klar, im Weltraum, da kann man nicht mal eben jemanden hinschicken, um irgendein Teil auszutauschen oder was Neues zu justieren. Da muss man halt mit viel größeren Sicherheitsfaktoren arbeiten. Aber so langsam kommen wir eben auch bei bodengebundenen Teleskopen und Instrumenten in diese Richtung, weil die Wissenschaftler wollen natürlich zu Recht immer mehr, immer besser. Die Technik wird immer mehr, immer besser. Und damit kann man eben auch immer bessere Sachen machen, die dann länger dauern. Die nächste Frage ist, welche Instrumente für das ILT werden am MPA, also am Max-Planck-Institut für Astronomie, zurzeit gebaut? Wir sind an zwei großen Instrumenten beteiligt. Es gibt insgesamt drei sogenannte First-Light-Instrumente für das ILT, also die Instrumente, die als erstes dort eingebaut werden sollen. Das sind Harmony, METIS und MIKADO. Und das MPA ist ganz stark bei METIS und MIKADO beteiligt. METIS ist ein Mittelinfrarot-Imager und Spektrograph und da sind wir einer der zweitstärkste Konsortiumpartner und werden zwei wichtige Subsysteme zur Verfügung stellen. Einmal das Imaging-System, also die Kamera, die Bilder macht und dann auch wieder hier das adaptive Optiksystem. Nächste Frage, werden die Instrumente vor der Justage auf einer optischen Bank temperiert? Ich weiß jetzt nicht genau, was mit temperiert gemeint ist. Ich versuche das mal so zu beantworten, wie ich die Frage interpretiere. Also, wir werden die Instrumente werden hier zusammengebaut und getestet. Zusammengebaut, justiert, also die Justierungstests sind natürlich auf einer optischen Bank. Eingebaut wird das Ganze dann auch wieder in sogenannte Testkryostaten, bei METIS zum Beispiel jetzt, oder wie man hier auch gesehen hat, dann bei CHAO. Und dann wird gemessen und geprüft, ob das Ganze funktioniert. Im Design davor, im Designschritt davor, hat man das Ganze bereits für die kalte Temperatur, also da, wo es laufen soll, richtig berechnet. Weil wir wissen ja alle, wenn man irgendwas im Warmen hat und dann aber runterkühlen muss, dann verzieht sich das aufgrund der verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten. Das heißt, man muss während des Designs schon mit berücksichtigen, welche verschiedenen Materialkombinationen man hat, damit eben vom Warm zu Kalt kein Unterschied ist. Und das wird also gemacht, das wird berücksichtigt und dann wird das Ganze eben im Kalten getestet und so kommt es dann eben auch ans Teleskop. Und wenn das die Frage war, also da ist jetzt kein Unterschied, ob man am Teleskop jetzt sowas wie 15 Grad hat oder 20 Grad. Das ist egal. Ja? Es geht jetzt wirklich nur bei Infrarotinstrumenten darum,
bin ich bei Raumtemperatur oder bin ich bei minus 200 Grad Celsius. So. Dann die nächste Frage. Gab es Probleme, die man in der Planung nicht vermutet hat? Natürlich, es gibt immer Probleme, die man in der Planung nicht vermutet hat. Und eine der Regeln ist, es dauert immer länger, als man geplant hat. Aber natürlich kann man auch diese Faktoren aus der Erfahrung grob mit einbauen. Aber ja, es ist immer so. Also es war tatsächlich bei den Wellenfrontsensoren so, dass man relativ spät festgestellt hat, dass tatsächlich das Design, was man hatte, nicht so erdbebensicher ist. Das heißt, dass wirklich in Frage stand, ob man das jemals am Teleskop so gut justieren könnte, dass das stabil ist. Und dann hat man relativ spät nochmal ein Redesign gemacht. Und das führt natürlich zu Verzögerungen, aber im Endeffekt hat man alles noch rechtzeitig geschafft. So, dann neuntens. Gab es schon mal einen größeren Fehler, sodass ein Instrument ganz wieder ausgebaut werden musste? Also von unseren vier Wellenfrontsensoren und auch dem Mutterinstrument Gravity gab es Gott sei Dank keine größeren Fehler. Es gibt immer kleinere Sachen, dass sich mal ein Filterrad nicht richtig dreht oder dass irgendwie ein Kabel nicht richtig funktioniert. Und das ist tatsächlich relativ schwierig, das erstmal rauszufinden, weil Sie können ja nicht reingucken, ja, sondern Sie sehen nur, Detektorbild ist nicht so, wie es sein sollte. Und dann gibt es natürlich verschiedene Diagnose-Software-Tools, wo man eben dann eingrenzen kann, ist es der Detektor, ist es die Elektronik, ist vielleicht tatsächlich einfach nur ein Rad, was sich nicht weitergedreht hat, sodass ein falscher Filter drin ist. Das gibt's alles und dann muss tatsächlich auch jemand, also wie gesagt, entweder es kann das Paranal-Team selbst machen oder wenn es komplexer ist, muss tatsächlich wieder jemand vom Team des MPAA hin und da schauen, was los ist und gegebenenfalls reparieren. So, nächste Frage. Auf den Bildern sind immer ziemlich viele Personen zu sehen. Arbeiten sieht man nur 2 bis 3. Wer macht da was? Ja, okay. Also, wie gesagt, das Team, was man zum Commissioning mitnimmt, ist tatsächlich ein Misch aus verschiedenen Experten. Ich brauche die Optiker für die Justage. Ich brauche die Mechaniker für den Aufbau und für den Einbau der verschiedenen Mechanismen. Ich brauche die Elektroniker, die eben die ganze Zeit am Verkabeln sind. Ich brauche den Detektorexperten, der das Signal auslesen kann und eben sagen kann, ob alles in Ordnung ist. Ich brauche den Kryostatenexperten, der alles richtig runterkühlt und dafür sorgt, dass eben nichts passiert mit dem Detektor. Und das alles in allem, das gibt dann so eine Gruppe von 15 Leuten und nicht jeder hat zu jedem Zeitpunkt gleich viel zu tun. Ja, das ist einfach so. Und vielleicht bei den Bildern muss ich jetzt dazu sagen, wie gesagt, das ist das erste von 4 Instrumenten gewesen. Das ist irgendwie wie beim ersten Kind, da hat man immer ganz viel Bilder und alle gucken und sind interessiert. Da nimmt man dann auch gerne mal eine Person mehr mit, um einfach sicher zu sein, dass man alle Expertisen vor Ort hat. Übrigens sind die Leute nicht die ganze Zeit vor Ort, weil wir mussten ja parallel zur ersten Installation auch noch 3 weitere Wellenfrontsensoren im MPAA-Labor bauen und testen, sondern die wechseln dann auch immer. Ja, es ist so, man darf tatsächlich, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, Paranal-Observatorium, hochgelegen, Atacama-Wüste, ist eine große Belastung auch für den Körper. Wie gesagt, sehr trocken, auch psychologisch relativ schwierig. Und deshalb gibt es die Regel, dass man nur maximal 13 Nächte am Stück dort sein darf. Und dann muss man mindestens 2 Tage Zwangspause auf Meeresniveau machen. Das heißt, man wird dann mit dem Bus 2 Stunden durch die Wüste in die nächstgrößere Stadt Antofagasta gefahren. Oder wenn man eine längere Pause machen kann, dann kann man natürlich auch nach Hause fliegen, sodass also immer eine gewisse Fluktuation da ist. So, die nächste Frage, mit welcher Ausbildung, mit welchem Studium kommt man in die Instrumentierung? Auch das, also die Instrumentierungsabteilung hat Wissenschaftler, die also ich selbst bin Physiker und Astronom und bin in der Instrumentierungsabteilung. Sie hat Ingenieure, sie hat sogenannte
Und Ingenieure dann auch verschiedene Arten. Also Ingenieure, die sich auf Optik spezialisiert haben, die sich auf Kryotechnik spezialisiert haben und auch, wir brauchen dann noch Softwareentwickler, wir brauchen Elektroniker, wir brauchen Konstrukteure, wir brauchen Werkstätten. Also die technischen Abteilungen hier am MPA sind wirklich ein großer, bunter Mix aus praktisch allen Berufsgruppen, die was mit Technik zu tun haben. Die nächste Frage, wie kommt der das Strom zum Strom und Wasser zum Observatorium vor Ort generiert, geliefert oder per Leitung? Es kommen tatsächlich jeden Tag zwei riesige Wassertanks zum Paranal. Und das Trinkwasser selbst wird wirklich in auch jeden Tag in Flaschen halt hoch geliefert. Und was den Strom angeht, jetzt muss ich lügen, ich glaube, es gibt einen, ja, es muss einen Generator geben, weil man zieht nicht Leitungen zwei Stunden lang oder zwei Stunden Autofahrt durch die Wüste. Also so ein Observatorium ist ein extremer logistischer Aufwand, die man da treiben muss. Nächste Frage. Wird bereits am Aufbau des ILT gearbeitet? Ich höre immer nur heraus, dass es in Zukunft kommen wird. Aber wie ist der aktuelle Baufortschritt? Der aktuelle Baufortschritt ist nicht hundertprozentig aktuell, aber das ist das aktuellste Foto, was ich beisteuern kann. Das war das vorletzte hier. So sieht es da aus. Kann jetzt leider nicht reinzoomen. Also das ist der Berg und hier wird ganz aktiv gebaut. Ja, hier ist das Fundament, ist schon gelegt worden. Wie gesagt, es ist ein fast 40 Meter Durchmesser Spiegel. Das wird ein riesiges Gebäude. Und das Ganze muss ich ja auch noch drehen können. Das heißt, hier im Fundament ist es nicht einfach nur Beton gießen, sondern hier ist extrem viel Technik und Logistik dabei. Ja, es wird gebaut. Es wird schon seit Jahren gebaut. Die Covid-Situation hat jetzt natürlich nicht geholfen. Also es gab gerade in Chile auch sehr hohe Covid-Inzidenzen und da hat man natürlich auch zum Schutz der Arbeiter, die hier arbeiten, hier Pause gemacht, weil wenn ihnen hier was passiert, sind sie nicht mal eben in 20 Minuten im nächsten Krankenhaus in der Intensivstation. Ja, das ist einfach zum Schutz der Arbeiter. Auch dadurch hat sich jetzt tatsächlich der geplante Termin auf 2027 verschoben. Das war im letzten Jahr noch etwas früher. Gut, ich sehe hier im Chat keine weiteren Fragen. Daher bedanke ich mich für Ihr Interesse und Ihre interessanten Fragen. Und wenn Ihnen diese Vortragsreihe gefällt, können Sie gerne den YouTube-Kanal des Hauses der Astronomie abonnieren. Und dann bleibt mir nur noch Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und auf Wiedersehen.